Auf jeden Fall, der Armin hat irgendwas vor, ne? Ja. Ich bin heute mit Mike spazieren gegangen und Mike und ich haben uns gedacht, was wollen wir heute für ein Thema nehmen, was wollen wir für ein Thema nehmen? Ich sagte Mike, bei meiner Freundin geht es ja meistens immer nur um Doggy-Style und ja, Gleitgel und Vibrator und Gummi-Viagas. Auf jeden Fall wollten wir das auch mal demonstrieren, wie man einen Menschen auch Doggy-Style dann auch richtig in der richtigen Phase nimmt. Mike, willst du einmal aufstehen, mein Star des Abends? Mein Gott, du bist doch wohl nicht gerade irgendwie... ich glaube, du brauchst einen Zug von dieser... ich glaube, ja, die ist aber leer. Genau, dein Gehirn, ey. Und? Und? Ist aber leer. Oh. Genau wie von manchen Leuten, der Verstand irgendwie, ne? Nee, ich sehe. Ja, warum willst du das nicht machen? Willst du es auch nicht? Du hast keinen Bock, Mike. Auf jeden Fall nicht. Boah, für die Fans. Komm, einmal Mike Doggy Style für die Fans. Komm, so richtig stylmäßig, komm, Mike. Für die Fans, komm, Mike. Für die Fans, einmal Mike Doggy Style. Vorhin. Der eine Mike macht dann Armdruckwettbewerb. Wir müssen das doch von mir machen, Alter. Das ist bestimmt. Ja. Ich hoffe, dass ich alles schön und gut gehen würde. Ich hab, guck mal, ja. Eins, zwei, drei. Nach langer Zeit, Mike Scorpion am Wrestling again. Du kannst Mike Doggy Style. Die Doggy Style heute ordentlich vernünftig einschenken. Ordentlich vernünftig einschenken, Mike. Von Doggy Style. Ich wollte das noch demonstrieren einmal. So, ich wünsche euch einen schönen Tag, meine kleinen Kinder und auch die Erwachsenen, die auch unsere Channels gucken. Und ich finde, also eins wollte ich nochmal sagen, ich bin nicht schwul. Das ist ein Thema, ciao. Woo!